Wir gucken uns mal alles hier an. Da ist der Professor, soll ich vielleicht was zu ihm sagen? Professor, ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Oh, bist du das, Takuma? Wie jetzt allen? Es läuft zwar gerade echt nicht gut, aber soll ich das wirklich ansprechen? Der Professor hat einiges durchgemacht, tut aber alles, um uns eine Pause zu ermöglichen. Ist vielleicht keine gute Idee, ihn jetzt auch noch mit der Wahrheit zu belasten. Andererseits, unehrlich zu sein, könnte später zu Problemen führen. Nicht so gut. Oh oh, also ich finde, es läuft nicht gerade gut, alle sind total erschöpft. Das ist mir schon klar, aber wie geht's dir? Mir? Nach allem, was passiert ist, dachte ich, du wärst genauso erschöpft wie die anderen. Ich verstehe, aber mir geht es gut. Ich mache mir nur Sorgen um die anderen. Wenn es dir gut geht, mach ruhig weiter, aber mute dir nicht zu viel zu. Es soll nicht noch ein junger Mensch seiner Zukunft beraubt werden. Ich will nichts bereuen. Das mit Shuji war meine Schuld. Ich bin der Erwachsene. Ich hätte mehr tun sollen. Was? Professor, Sie können sich nicht die Schuld dafür geben, was? Nein, ich habe Shujis Veränderung nicht bemerkt. Das war schon ein schwerer Fehler. Ich hätte mehr mit ihm reden sollen, um zu erfahren, was ihn bedrückt hat. Lopmon hat sich auch noch nie auf diese Weise verwandelt. Auf diese Weise? Wovon reden Sie da, Professor? Die Kemonogami spiegeln unser Innenleben und verändern sich dementsprechend, glaube ich. Deshalb spiegelte Lopmon Shujis Verwirrung und hat sich in Wendigomon verwandelt. Aber trotz meiner Theorie konnte ich nichts tun, um den armen Shuji zu behelfen. Und das ist etwas, wofür ich letztendlich gerade stehen muss. Professor, da fällt mir was ein. Das hier habe ich da drüben gefunden, das solltest du nehmen. Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. Dann werde ich nochmal woanders suchen, um ein paar Dinge zu bestätigen. Okay, seien Sie vorsichtig, Professor. All diese Häuser, ist das eine Menschenstadt? Vielleicht sind hier ja Menschen, ist zwar unwahrscheinlich, aber ich schaue mal nach. Was ist das? Ne, kennen wir auch schon. Als ich mich auf dem Berg verlaufen hatte, traf ich ein seltsames Monster und gemeinsam schafften wir es irgendwie nach unten. Dort befand sich aber nicht das Dorf, das ich kannte. Was? Eine Klippe? Die sollte hier nicht sein. Sind wir auf der falschen Seite runtergegangen? Ha! Haha! Das ist es, oder? Das Monster reagierte auf meine Verwirrung nur mit einem leeren Starren. Ich weiß nicht so recht, was das Problem ist. Hat es hier nicht immer so ausgesehen? Aber was ist mit meinem Dorf? Egal, bring mich einfach an einem Ort mit Menschen. Hey, beruhig dich, okay? In dieser Gegend gibt es kein Dorf. Und vor dir habe ich noch nie einen Menschen gesehen. Wie bitte? Laut dem Monster wimmelte es in dieser Gegend von Kreaturen wie ihm. Nur ganz selten verirrten sich Menschen an diesen Ort. Einige der Monster glauben, Menschenkinder hätten eine geheimnisvolle Kraft. Und entführt sie deswegen. Aber keine Sorge, ich beschütze dich. Wenn jemand Böses kommt, kann er was erleben. Was redest du da? Mit anderen Worten, das ist eine andere Welt. Ich wurde wirklich weggezaubert. Heißt das, ich kehre nie wieder in meine eigene Welt zurück? Hey, nicht weinen, alles ist gut. Ich bin für dich da. Danach wurde ich immer matter und dämmerte niedergeschlagen in den Tag hinein. Das Monster blieb an meiner Seite, gab mir zu essen und erzählte mir von dieser Welt. Anfangs war es ziemlich irritierend. Aber vielleicht wurde ich nur deswegen nicht verrückt. Wo ich herkomme, hat man nicht mich wie ein Ärgernis behandelt. Das hatte alles einen üblen Beigeschmack. So war das also. Aber diesen Ort hier ist anders. Es gibt viel zu essen und niemanden, dem man etwas verübelt. Aber vor allem bist du hier. Hoppla, nein, warte. Ich lebe jetzt hier. Ich kann nicht mehr nach Hause zurückkehren. Ich will alles vergessen und hier bei dir bleiben.
Okay, wenn du das möchtest, dann lass uns ein glückliches Leben führen. Hihi, ja, sehr gerne. Ich würde hier leben, das Monster und ich gemeinsam. Chloe ist nicht hier. Angeblich geht sie hier manchmal mit Labramon spazieren. Ich dachte, ich würde sie hier treffen, aber ich frage sie einfach später. Huch! Ach, da sind sie ja. Aoi und Labramon. Aoi sieht sauer aus. Worüber sie sich wohl unterhalten? Ich muss stärker sein, zuverlässiger. Darüber habe ich viel nachgedacht. Aber du bist doch zuverlässig. Ich kenne dich von allen am besten und das finde ich. Nein, das reicht immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht gut genug. Hast du immer noch Angst, den anderen zur Last zu fallen? Das stimmt nicht, weißt du? Danke, Labramon, aber deswegen mache ich mir keine Sorgen. Natürlich will ich die anderen nicht behindern oder nerven, aber ich möchte gerne zuverlässiger sein. Das ist alles. So, und meine Vermutung ist gerade... Was machst du da, Dark? Also, ich habe gerade eine Vermutung, dass die Freundschaft, also die Zuneigung der Charaktere, wichtig ist, ob sie überleben oder nicht. Sprich, ich muss mit denen, die jetzt... Also, ich muss Aoi jetzt mal vollkommen in Ruhe lassen, weil die hat schon die höchste Zuneigung. Ich glaube, sie wird so oder so überleben, habe ich das Gefühl. Die anderen wiederum... Ich glaube, da habe ich... Da muss ich noch mal ein bisschen nachhelfen. Ich möchte gern zuverlässiger sein, das ist alles. Ich will jemand sein, der die anderen beschützen kann. Oh, das klingt doch toll, Aoi. Hey, ich helfe dir, okay? Frag mich, was du willst. Das mache ich, danke, Labramon. Irgendwie merkwürdig. Merkwürdig? Was ist merkwürdig? Wie sehr besorgt oder deprimiert ich auch bin. Ein Waldspaziergang mit dir macht mir immer den Kopf frei. Wenn es dir hilft, gehe ich so viel mit dir spazieren, wie du willst, Aoi. Hehe, danke. Ich verstehe, Aoi spricht auf diesen Spaziergängen mit Labramon immer ihre Sorgen. Aber sie gibt sich auch größte Mühe, sich zu ändern. Das sollte ich auch. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt für meine Frage. Ich stehe nämlich einfach davon. Ah, wer ist da? Was zur Mist? Sie haben mich gesehen. Ach, was soll's. Ich komme einfach raus und erkläre das. Was? Oh nein, war das etwa ein Feind? Mann, die waren doch noch nie hier. Beruhig dich, Aoi. Überlass das mir. Ich werde nicht zulassen, dass dir auch nur ein Haar gekrümmt wird. Halt, stopp! Das ist hart. Alles in Ordnung, Labramon? Eigentlich schon, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich das gewinne. Labramon, ich gebe das zwar nur ungern zu, aber du hast recht. Du tust immer alles, um mich und die anderen zu beschützen. Aber eine Kraft, die nur beschützt, reicht gegen diese Kerle nicht aus. Ich will mehr. Mehr Macht, nicht nur zum Beschützen, sondern zum Überwältigen. Es ist zwar frustrierend, stimmt aber. Wir brauchen mehr Macht gegen unseren Feind. Ich will keine Dame in Not sein. Ich will alle verteidigen. Und dazu brauche ich Macht. Labramon, was hast du? Dieses Gefühl, deine Sehnsucht nach Macht, sie durchströmt mich. Deine Willensstärke, der Mut, der dich so standhaft macht. Wir bekommen einfach mal random eine Digitation. Was ist denn da los? Sie verleihen mir Stärke. Ja. Dark, du weißt schon, dass sie das lieber rückgängig machen würde. Was ist das, Cerberusmon?
Das war ein Witz. Das war ein Witz! Ich hab's noch drauf. Trotzdem. Wie ich das wieder predikte hier, ne? Puh, was geht hier vor sich? Tut mir leid, dass du warten musstest, Aoi. Ich werde dich nicht noch einmal enttäuschen. Jetzt werde Zeuge dessen, wie es ist, so stark zu sein, wie man nur möchte. Cerberus Mon, Alter, wie cool. Ich will die Mega-Level-Digitation sehen. Okay, ich bleibe hier und warte. Ja, dieses Geräusch. Ihhh. Das ist ein Flächenangriff. Oh, guck mal hier. Aois. Aois Cerberusmon kann zu drei verschiedenen Mega-Level werden. Was ist da? Ich will wissen, zu was es werden kann, aber ist das jetzt... Ich hab ja gesagt, dass... meine Theorie, dass eine falsche Digitation ist, ne? Aber was ist da mit den zwei anderen bei der hier? Die hat ja gleich drei. Warum hat die drei? Für jeden Kopf einen, oder was? Asche zu Asche, Staub zu Staub! Oh, das Digimon wird Liz gefallen. Oh ja, das wird Liz gefallen. Bist du Labramon? Nicht mehr, ich bin jetzt Cerberusmon. Deine Willensstärke hat mich verwandelt. Meine Willensstärke? Diese langen Krallen und Zähne sind die das Resultat meines Traums von Stärke? Jagt mein Aussehen die Angst ein? Also ein bisschen, aber ich habe keine Angst vor deinem Körper, sondern vor der scharfen, monströsen Form der Macht, die ich herbeigesehnt habe. Kann ich solch eine Macht wirklich beherrschen? Keine Angst, solange du ein reines Herz hast, raubt selbst große Macht nicht den Verstand. Du kommst schon damit klar, Aoi. Ich glaube an dich. Cerberusmon, du hast recht. Macht verletzt andere nicht willkürlich, wenn man sie richtig nutzt. Ich tue, was ich kann, um dein Vertrauen recht zu werden. Also bitte, bleib bei mir. Das ist doch mein Spruch. Aoi, sie hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich muss mithalten.
nochmal Cerberusmon. Oh, wir können noch ein Ultra-Digimon machen. Na, wen holen wir denn noch als Ultra? So, wir müssen die Zuneigung aller mal ein bisschen pushen, ne? Rio ist gestorben, obwohl er 14 hatte. Na gut, die Tode konnte man nicht verhindern. Ich habe mein Bestes gegeben. Saki! Wir müssen mit Saki mal mehr reden. Oder, na gut, das ist ein unterstützendes Digimon, das wird immer so sein. Ich dachte, diese drei Werte haben was damit zu tun, dass es vielleicht digitiert. Wir haben Harmonie 33, ne? Trotzdem, ich muss die Zuneigung von Saki und Mio und Kaito mal ein bisschen hochpushen. Ich habe Angst, dass das nicht reicht und dass die da dran zugrunde gehen. Oh, da ist Kaito. Da ist Kaito, soll ich nach ihm rufen? Ein Eistruhe mit einem Metalldeckel. Was ist das für ein rot-blaues Ding da, Takuma? Das ist ein Friseursalonschild. Normalerweise dreht sich das. Warum ist das so schnörkelig? Da dreht sich ja einem hier alles. Und darauf steht Fifth Avenue. Muss der Name des Einkaufszentrums sein. Klingt nach einem Namen aus meiner Welt. Der Name ist viel zu banal. Der bietet keine Anhaltspunkte. Das sind also die Ruinen des Einkaufsviertels. Wir müssen auf der Hut sein. Okay. Was ist los? Willst du reden? Hey, Kaito, alle sind ziemlich angespannt. Aber wie geht es dir überhaupt? Ganz okay, denke ich. Dragmon hat laut geschrien, muss am Stress liegen. Keine Ahnung, ob Kaito mir ehrlich sagt, wie es ihm geht. Soll ich ihn fragen? Vielleicht sollte ich es indirekt angehen oder ihn erschrecken. Bist du sauer geworden, weil du besorgt bist? Ich wollte nur mal nachfragen. Du betrachtest andere Menschen als Spielzeug, nicht wahr? Das wollte ich damit nicht sagen. Ich war bloß besorgt, dass du besorgt sein könntest. Ich weiß schon, dass das nicht böse gemeint war. Jawohl! Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, aber ich möchte mich bei dir bedanken. Ich werde ab jetzt offener sein. Dann brauchst du dich keiner mehr Sorgen um mich zu machen. Ich bin zwar auf der Hut vor Verrätern, aber nicht sauer und auch nicht besorgt. Wenn er sich wehrt, wird er es bereuen. Kaito, wie kannst du sowas sagen? Ich traue Dragmon nicht. Kein bisschen. Wir wissen schließlich nicht, ob er wirklich vertrauenswürdig ist. Und heuchle ja kein Verständnis, solange dir kein Monster hinterherläuft. Du hast recht. Sie tun mir bloß einfach leid. Tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe.
fällt mir ein, weder Haru noch Miyuki haben ein eigenes Monster. Haben sie eigentlich schon? Renamon und Gabumon? Die sind nur verschwunden irgendwie. Sowieso, die sind irgendwie so geisterhaft geworden. Was unterscheidet sie von uns? Hat das was mit dem Schrein zu tun? Kaito! Dragmon. Hey, Takuma, du siehst genervt aus. Und du siehst deprimiert aus, alles okay? Ich bin nie deprimiert. Du solltest dich besser um dich kümmern. Er spielt den Harten. Aber ihm klarzumachen, dass er traurig ist, würde nicht unbedingt etwas ändern. Ich muss ihn im Auge behalten. Okay, es könnte schwer werden. Ich muss mit Saki reden. Und dann mit Miu. Da sind Miu und Saki. Soll ich mit ihnen reden? Was ist das? Eine lange Wandeltreppe, die führt sicher an die Oberfläche. Die Wasserstraße führt scheinbar noch weiter hinein. Vor uns ist kaum Licht. Wir sollten an die Oberfläche, um uns umzusehen. Obwohl es schon verrückt ist, wie schnell Leute sterben können. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, Saki, aber warum sagst du sowas Trauriges? Einfach so, ist mir so eingefallen. Warum habe ich was Falsches gesagt? Das ist wirklich kein Problem. Ich will nur wissen, was sie denkt. Alle sind entweder betrübt oder sauer, aber Saki wirkt irgendwie anders. Nicht, dass sie keine Gefühle hätte, als wäre das für sie nur ein böser Traum gewesen. Das ist ungesund. So staut es sich nur an und wird schlimmer. Was denkt sie und warum? Sagt sie es mir, wenn ich frage? Ich mache mir einfach nur Sorgen. Du wirkst, als hättest du was auf dem Herzen. Jawohl! Das war gut. Echt? Also danke für die Nachfrage. Kein Ding. Aber was hast du denn? Ich schätze, ich bin einfach nur froh. Nichts Schlimmes. Ich war nur gerade etwas ernst. Wie soll ich das sagen? Der Gedanke ans Sterben macht einfach traurig. Nach all den gruseligen Dingen bist du im Schockzustand. Du solltest dich ausruhen. Gruselige Dinge? Habe ich etwa Angst? Ich bin einfach nur traurig. Das ist komisch. Sie weiß nicht, wie sie sich gerade fühlt. Das mag jetzt zwar etwas übergriffig erscheinen, aber ich glaube, du hast dir deine eigenen Gedanken über alles gemacht. Wirklich? Ja, und deshalb hoffe ich, dass es dir nach etwas Ruhe wieder besser geht. Und dann kannst du wieder so unbeschwert wie sonst sein. Den Eindruck hast du also? Obwohl... Ich hab das Gefühl, Saki stirbt so oder so. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie eine Krankheit oder irgendwas. Was sie als Geheimnis mit sich rumträgt. Oh, ich wollte nicht. Haha, kleiner Scherz. Jedenfalls werde ich versuchen, mich zusammenzureißen. Erstmal Miu. Perfektes Timing, ich wollte dich etwas fragen. Okay, was denn? Ist Ryu wirklich tot? Ich glaube schon, der Nebel hat ihn verschluckt. Oh, und hasst du mich jetzt? Dich hassen? Wieso sollte ich? Ich habe uns zum Schrein geführt und jetzt stecken wir fest. Deswegen musst du mich doch hassen. Takuma, du solltest mal mit ihr reden. Sie tut, als wäre alles in Ordnung. Aber sie ist echt am Kämpfen. Arme Miu. Sie sieht aus, als würde sie gleich weinen.
Ist ja auch kein Wunder, wenn sie sich die Schuld an diesen schrecklichen Ereignissen gibt. Aber sie ist nicht daran schuld. Das sollte ich hier klar machen. Das ist nicht deine Schuld. Du bist nicht verantwortlich. Aber du konntest doch nicht wissen, was geschehen würde. Das ist zwar nicht so leicht zu verdrängen, aber trotzdem kannst du dir auch nicht ewig Vorwürfe machen. Ja. Oh. Nicht weinen. Entschuldige, habe ich zu viel gesagt? Nein, schon gut, es geht mir schon besser. Ich brauche nur etwas Zeit. Danke, Takuma. Die Charaktere haben sich gewandelt. Ein Monsteremon. Ich red mal mit Saki. Ja, Saki, soll ich was zu ihr sagen? Das Wrack ist zweigeteilt. Ich glaube, das war mal ein Boot. Aber es ist unbrauchbar. Wenn nicht, könnten wir direkt zurück zur Schule oder anderswohin. Kann ich nochmal die Laune erhöhen? Saki und Floramon unterhalten sich da drüben. Fühle mich besser, besser als in unserer Welt. Echt? Das ist schön zu hören. Ja, wenn wir klarkommen, ohne noch mehr Zeit zu haben. Von hier verstehe ich kaum etwas, aber sie sehen einander an und reden. Sie hat schön zu hören gesagt. Vielleicht herrscht kein böses Blut mehr zwischen ihnen. Aber irgendwas stimmt nicht. Sie haben keinen ständigen Blickkontakt. Sieht aus, als würde Saki Floramon hart zusetzen. Sie handelt immer aus dem Bauch heraus. Eine Minute ist sie böse, die andere gelassen. Ich frage mich, wie das in der aktuellen Lage funktioniert. Ich konnte nicht verstehen, was schön ist. Wenn sie in so einem Moment fröhlich ist, könnte das ein echt gutes Zeichen sein. Zumindest ist das besser, als weiter sauer zu sein. Ja! Jedes Mal, wenn die Zuneigung erhöht, freue ich mich. Ja, Saki ist klasse. Aber sie hatte irgendwas mit so einem Arztding. Ich glaube, sie hat Probleme mit dem Herzen. Wäre schon schade. Deswegen gebe ich mir jetzt auch Mühe, die Zuneigung zu erhöhen. Weil meine Vermutung ist halt, je höher die Zuneigung, desto höher sind die Chancen, dass sie erstens auf mich hören und nicht so angepisst sind und dann in ihren Tod laufen. Oh, sie schauen rüber und winken. Ich sollte zurückwinken. Sie haben sich etwas beruhigt. So, Floramon, hörst du mir zu? Oh, ja, was ist denn? Es mag ihnen zwar besser als den anderen gehen, aber sie wirken trotzdem nicht zufrieden. Aber wie gesagt, genau wissen können wir es noch nicht, weil sie hat erstens noch nichts gesagt und wir haben halt nur das vom Arzt und dieses hat nicht mehr lange, irgendwas hat sie da geflüstert. Dass es sich so anhörte, als würde sie nicht mehr lange leben. Hm.
Generell mag ich eigentlich den Rest unserer Leute. Die, die mir auf den Sack gingen, sind tot. Deswegen waren es vielleicht die Ersten. Miu hat auch noch am wenigsten Zuneigung. Und unsere Aoi, die überlebt alles. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die hat Cerberusmon jetzt. Aoi und Miu, soll ich mit ihnen reden? Oh, was ist denn hier? Ist schon irgendwie seltsam. Was gibt's? Als mein Vater noch ein Kind war, lief immer so eine Fernsehsendung. Und dieser Ort erinnert mich daran. Ach ja? Ja, der Ort hier ist wirklich etwas altmodisch. Schau mal, Mio. Meinst du, das könnte uns irgendwie weiterhelfen? Was? Gib her, gib her! Hübscher Fund, Alter. Nimm du sie. Du kannst... Die kannst du mit den anderen benutzen. Oh, danke, Siakumon. Aber kann ich die wirklich einfach so mitnehmen? Warum nicht? Es ist ja nicht klar, wem sie gehört. Stimmt. Dann kann ich sie auch behalten. Die beiden stehen sich echt nah. Streitigkeiten sind wie verflogen. Hoffentlich kommen die anderen auch bald so gut wie Miu und Siakumon miteinander aus. Bei denen brauche ich eigentlich auch keine so große Angst haben, ne? Momentan. Vielleicht sollten sich alle ein Beispiel an den beiden nehmen. Soll ich Miu bitten, Streitschlichterin zu spielen? Oder aber wie bringe ich sie dazu? Wenn ich auch was dazu sagen dürfte, Lady Miu? Was ist denn da draußen los? So, keine Ahnung, warum da draußen bei einem Auto der Alarm losgeht. Aber ich habe den Alarm einfach mal abgewartet. Braucht ja keiner hier jetzt im Stream so einen scheiß Lärm zu hören. Was? Ich möchte, dass alle sich so gut verstehen wie du und Siakumon. Deshalb möchte ich dich unter Tenix bitten, die Streitigkeiten zu schlichten. Du meinst, ich soll als Vorbild dienen? Ich weiß ja nicht. Komm schon, Takuma, stifte sie zu nichts an. Wir verstehen uns zwar gut, aber die anderen sind echt sauer. Nichts, was wir sagen, würde daran etwas ändern. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe, dass die ganzen Ereignisse das gegenseitige Vertrauen geschmälert haben. Ich dachte nur, wir könnten etwas dagegen unternehmen. Du bist ein netter Kerl, Takuma. Aber was passiert, passiert eben. Es ist, wie es ist. Ich komme mir sogar lehrmeistert vor. Aber danke, dass du mich Lady Miu genannt hast. Los, Takuma, nochmal. Vielleicht ein andern Mal. Langweilig. Dann bleibt mir wohl nur weiter auf sie aufzupassen, ärgerlich. Aoi brauche ich nicht unbedingt. Die versteht sich auch gerade mit Labramon. Deswegen muss ich auch mit den beiden muss ich auch noch reden.
Oh, Miu ist nach Dage abgehauen. Ich geh mal dahin. Oh, hey, ich glaube, das sind Miu und Serkumon. Aber warte, da stimmt was nicht. Ich sollte zwar nicht lauschen, aber Miu war letztes Mal so in Gedanken versunken. Ich habe so ein Gefühl. Ich bin schon ein bisschen neugierig. Ich bin besorgt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn wir alle zurückgehen. Miu, wieso das denn? Weil ich dann nicht mehr bei dir sein kann, Serkumon. Dann bin ich wieder ganz alleine. Das stimmt doch nicht. Du hast doch noch deinen Bruder. Ja, ich habe noch Kaito. Er ist der Einzige, der sich überhaupt... Hör auf damit, Miu. Hey, lass mich ausreden. Schließlich habe ich... Sei still, hier ist jemand. Wer ist da? Los, zeig dich! Ah, Mist, haben Sie mich bemerkt? Ich rieche eine Digitation. Oh nein, Serkumon! Ich wusste doch, dass hier welche sind. Genug geredet, machen wir sie fertig! Was? Ich alleine? Aber ich kann doch nicht. Schon in Ordnung, Miu. Ich verspreche dir, ich beschütze dich. Digitation! Digitation! Was zur Hölle sind die stark? Serkumon, oh nein, wir werden verlieren. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Ich wusste, dass ich das nicht kann. Kaito! Nein, ich darf mich nicht immer auf Kaito verlassen, aber... Ich muss etwas tun. Aber was? Was kann ich denn ausrichten? Oh, das ist so frustrierend und verwirrend. Keine Panik, Miu. Du musst die Ruhe bewahren. Serkumon, es tut mir leid, du hast recht. Wenn ich jetzt ausraste, mache ich es dir nur noch schwerer. Jammern hilft in so einer Lage nicht. Ich muss raus aus meiner Haut. Ich muss für mich einstehen. In die Zukunft blicken. Und wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, muss ich mich einfach noch mehr anstrengen. Ansonsten werde ich für immer so bleiben. Serkumon, was ist los? Passiert so etwas schon wieder? Du verwandelst dich schon wieder. Miu, dein starker Wunsch nach vorne zu schauen, selbst im Angesicht des Todes. Er wirbelt in mir herum. Miu, ich werde... Ich kann das leider nicht so gut. Vor allem nicht bei dieser Uhrzeit. Digitation! Oh. Oho. Aha. Mermaidmon? Du siehst so anders aus. Ja, gut. Mermaidmon. Ich kann das schon am Aussehen erkennen, was es sein soll. Miu, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Jetzt schlagen wir zurück. Ich werde mein Bestes geben. Aber wie passt das zusammen? Erst zu so einem Schelmon? Und dann sowas? Ich muss sagen, gefällt mir. Wir haben Cerberus, wir haben Mermaid. Was brauchen wir noch? Sollen wir ihn kommen lassen? Wie ist mein Angriffsradius? Nördlicher Kreuzbomber. Wir gehen ein bisschen los. Scheiße, das war ein Fehler. Egal.
Alter, einfach mal One Hit! Ja, wir haben gewonnen! Aber ich bin fertig! Puh! Siako, du bist es doch, oder? Was? Mio, oh stimmt, du kannst das ja nicht wissen, hihi. Es freut mich, dich erneut kennenzulernen. Mio, mein neuer Name ist Mermaimon. Mermaimon? Genau, ich konnte diese Form annehmen, weil du dich verändert hast. Weil ich mich verändert habe? Was meinst du damit? Haha, naja, eigentlich nur, dass du erwachsener geworden bist. Ich? Erwachsen? Moment, echt jetzt? Ja, absolut. Deshalb bin ich hier. Du musst selbstbewusster sein. Wenn das stimmt, bin ich überglücklich. Wie auch immer, ich freue mich weiterhin, dein Freund zu sein. Immer zusammen, stimmt's? Ja. Willst du hier bis an alle Ewigkeit herumstehen, Takuma? Ups, du hast mich gesehen, was? Ach, na sicher doch. Du hast uns von diesem Baum aus beobachtet. Tut mir leid, ich wollte euch nicht nachschnüffeln. Ach, bei dir macht das nichts. Aber wehe, du verrätst Kaito was. Wieso nicht? Wenn er von meinem Kampf gegen einen so starken Feind erfährt, hält er mir das ewig vor. Nice! Wir haben zwei neue Digitationen. Jetzt ist die Frage... Können wir noch eine Digitation auslösen? Es liegt vielleicht wirklich an der Zuneigung gerade. Dass ihre Zuneigung gerade den Wert erreicht hat, wo ich die Digitation ausführen. Aber was ist dann mit Minoru? Nee, der müsste dann doch auch. Egal.